Wir sind hier in Hemmingstedt im Kreis Dithmarschen, sehr zentral gelegen im Landkreis, in unmittelbarer Nähe zur Kreisstadt Heide, circa 4 Kilometer weg. Das ist ein mittelgroßes Dorf, möchte ich es nennen, mit gut 3000 Einwohnern. Und die Praxis ist hier die einzige Arztpraxis im Ort. Und wir versorgen im Quartal irgendwo zwischen 1500 und 1600 Patienten. Das gesamte Patientenzahl sind wir irgendwo bei 3000. Das Team besteht aus 9 Mitarbeiterinnen und mir. Also insgesamt sind wir zu 10. Davon ist eine auszubildende medizinische Fachangestellte, 2 Vollzeitmedizinische Fachangestellte und 2 in Teilzeit, eine Bürokraft, eine medizinische Fußpflege und eine Reinigungskraft. Das ist das Team. Und wir versuchen hier die medizinische Versorgung so breit aufgestellt wie möglich anzubieten. Die klassische Aufgabe eines Hausarztes und Allgemeinarztes letztlich als erster Ansprechpartner vor Ort für den Patienten und die Patientin zu sortieren, was muss ein Facharzt sehen, was muss in die Klinik, was kann selber behandelt werden. Aber eben auch selber zu diagnostizieren, selber zu untersuchen. Einer unserer Themenschwerpunkte ist die Versorgung chronischer Wunden. Beispielsweise das, was man früher Raucherbein nannte, ne, offenes Bein, wo vielfach häufige Verbandswechsel, spezielle Verbandmethoden erforderlich sind. In Zusammenarbeit mit Pflegediensten. Wir haben eine medizinische Fachangestellte, die auch Wundexpertin ist. Ich selber bin ärztlicher Wundexperte. Das ist einer der Schwerpunkte. Ein zweiter persönlicher Schwerpunkt ist die Ernährungsmedizin, die ich gerne noch in der Zukunft auch breiter aufstellen oder größer aufstellen möchte hier in der Praxis. Vor und während des Studiums habe ich im Rettungsdienst gearbeitet als Rettungsassistent, quasi als Wartezeitüberbrückung. Ursprünglicher Wunsch war immer, Arzt zu werden. Abiturnote ließ allerdings einen sofortigen Studienbeginn nicht zu, deshalb gab es Wartezeit zu überbrücken und daher die Ausbildung zum Rettungsassistenten. In dieser Zeit habe ich dann mich sehr auf die Anästhesiologie, also die Narkosearzttätigkeit fixiert. Und während des Studiums muss man ja bestimmte Praktika, sogenannte Formulaturen, durchlaufen und einige davon auch im hausärztlichen Sektor. Und da bin ich bei meiner eigenen Hausärztin dann mal angefangen und das war quasi das Schlüsselerlebnis. Ab da habe ich angefangen, die hausärztliche Medizin doch höher einzustufen in meinem persönlichen Ranking. Und es folgte noch eine weitere und noch eine weitere, weil ich dort viel gelernt habe. Und irgendwann war für mich klar, das ist genau die Tätigkeit, die ich für mich haben möchte. Das ist vor allen Dingen das Spektrum, was man abdecken kann als Allgemeinarzt. Man kann innerhalb einer Woche in der Praxis einmal das gesamte Medizinstudium rekapitulieren. Von, ich sag mal, dem klassischen Husten, Schnupfen, Heiserkeit, was natürlich irgendwo das Klischee auch aussagt, über orthopädische Probleme, internistische, sei es kardiologisch, Herzrhythmusstörungen, der akute Herzinfarkt, der hier durchaus auch kommt, Verdauungsprobleme, chirurgische Fragestellungen, Knochenbrüche, akute Verletzungen, Neurologie ist hier mit abzudecken. Psychologie, Psychosomatik spielt in der hausärztlichen Versorgung heutzutage eine große Rolle. Und so findet man sich im Grunde genommen an verschiedenen Stellen des Medizinstudiums, was man mal hinter sich gebracht hat, immer wieder aufs Neue wieder. Und ist immer wieder aufs Neue gefordert, das auch irgendwo hinzubekommen. Und man kann dann halt viel selber machen, bis zu dem Punkt, wo man merkt, okay, hier geht es für mich nicht weiter, jetzt benötige ich einen Facharzt oder eine Fachabteilung eines Krankenhauses und dann checkt man entsprechend weiter. Und die langen Verläufe der Patienten, die man überblickt, das Wort Nachhaltigkeit ist heutzutage in allen Sektoren des Lebens viel bedeutend und in der Medizin findet man die meiste Nachhaltigkeit, indem man als Hausarzt tätig ist, weil man eben Patienten über viele Jahre teilweise begleitet. In der Klinik sieht man in der Regel einen Patienten einmal für einen gewissen Zeitraum von wenigen Tagen und dann bei den allermeisten Patienten nie wieder. Man kann dort sehr viel helfen, aber eben für den Moment. Und als Hausarzt hat man es in der Hand vorher und nachher und
noch viel weiter nachher mit dem Patienten zu arbeiten, dem Patienten zu helfen, ihn zu motivieren, selber sich zu helfen. Und das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist generationenübergreifende Arbeiten, dass man teilweise ganze Familien betreut, von der Urgroßmutter bis hin zum dann Urenkelkind, sieht man hier alle. Und auch da wieder die verschiedenen Spektren des Medizinstudiums, von der Pädiatrie bis zur Geriatrie, hat man hier alles. Man muss natürlich in dem Moment, wo man eine Praxis gründet als selbstständiger Arzt, insbesondere dann, wenn man auch alleine in einer Einzelpraxis dann unterwegs ist, muss man natürlich irgendwo auch Verantwortung als Unternehmer und als Arbeitgeber übernehmen wollen und auch können. Es ist ein offenes Geheimnis, dass im Medizinstudium so etwas nicht vermittelt wird. Weder unternehmerisches Geschick, noch Betriebswirtschaft, noch Personalführung. Das muss man sich dann schon irgendwo selber aneignen, wenn man die Motivation hat, sowas zu tun. Und es empfiehlt sich auch, sich da entsprechend weiterzubilden oder zumindest da mal reingeschaut zu haben, dass man immer einen zumindest grundlegenden Überblick über die Dinge behalten kann selber, weil man eben als Selbstständiger gesamtverantwortlich für alles ist, was in der Praxis geschieht, rein haftungsrechtlich schon. Und wenn man von Betriebswirtschaft nicht allzu viel versteht, ist das kein Problem. Es gibt einen Steuerberater, es gibt Fachsteuerberater für Ärzte, es gibt Hilfen von verschiedenen Stellen, den KV'en, von den Ärztekammern, von der Deutschen Ärztebank und etlichen anderen Institutionen, die einem da beratend zur Seite stehen können und einem aufzeigen können, worauf es ankommt, worauf man achten muss. Und wenn man da einen Grundstock an Eigenwissen mitbringt und bereit ist, auch Ratschläge von außen anzunehmen, auf andere Leute zu vertrauen, auf erfahrene medizinische Fachangestellte zum Beispiel auch zu vertrauen, die sich mit Abrechnung super gut auskennen oder mit bestimmten rechtlichen Rahmenbedingungen, dann ist das durchaus kein großes Hindernis, auch wenn es für viele vielleicht ein großes Spukgespenst sein mag. Man muss natürlich die Zahlen im Auge behalten. Man ist Unternehmer und es geht nicht alles immer so, wie man es gerne möchte. Aber unterm Strich muss man sagen, eine Hausarztpraxis in die Pleite zu treiben, das muss man schon mutwillig tun, weil es ein derart krisensicherer Job ist. Und das sehen wir jetzt in der Corona-Krise auch. Ja, wir haben Umsatzeinbußen grundsätzlich, weil viele Patienten, die aufschiebbare Belange haben, jetzt im Moment nicht erscheinen. Aber nichtsdestotrotz sind wir die vorderste Front, gerade in dieser Krise auch. Und auch die werden wir gut und ohne größere Schäden überstehen. Grundsätzlich ist der Plan von vornherein gewesen, diese Praxis zu einer Gemeinschaftspraxis auszubauen. Derzeit bin ich hier noch als Einzelkämpfer unterwegs. Habe bislang auch leider noch keine Verstärkung gefunden, trotz intensiver Bemühungen. Wir sind aber guter Dinge, dass wir das mittelfristig irgendwie noch hinbekommen. Die Praxis ist von vornherein so gebaut worden, dass hier auch genügend Platz ist für mindestens noch einen weiteren Vollzeitarzt, wenn nicht noch einen dritten. Sodass wir da auch nicht in räumliche Bedrängnis kämen, sondern auch nicht anbauen müssen, sondern dann die bis jetzt ungenutzten Räume einfach dann in Betrieb nehmen können. Das Modell der Gemeinschaftspraxis ist sicherlich das zukunftsfähigste, weil man sich a. gegenseitig im Krankheitsfall vertreten kann, gegenseitig im Urlaubsfall vertreten kann, aber eben auch miteinander austauschen kann. Jeder hat seine Spezialitäten, seine persönliche Schwerpunktausrichtung und hat mehr Ahnung von dieser Thematik, weniger Ahnung von der, und so kann man sich prima ergänzen. Ja, es gibt natürlich ein fest definiertes Leitbild, das gehört zu einem guten Qualitätsmanagement heutzutage dazu, dass man das formuliert. Diese blanke Formulierung, glaube ich, ist aber ein bisschen zu oberflächlich, als dass man das wirklich so daraus ziehen könnte. Wir versuchen hier, und das ist unser oberstes Ziel, eine umfassende Versorgung für die Patienten anbieten zu können, eine zeitnahe Versorgung anbieten zu können. Wir haben zum Beispiel entgegen vielen anderen Praxen eine durchgehende offene Sprechstunde mit nur wenigen Terminen, festen Terminen.
alles, was wirklich planbar ist oder viel Zeit in Anspruch nimmt, erhält einen Termin. Alles andere kommt dann, wenn die Beschwerden auftreten. Und dann wird hier nach medizinischen Kriterien tatsächlich sortiert, wer als erstes drankommt. Und da gibt es bei uns ein klassisches Triage-Schema, Farbkodierung von grün bis rot. Und danach wird bereits am Empfang oder am Telefon schon sortiert, wie lange die Wartezeit quasi zu erwarten ist. Das sorgt natürlich bei manchen Patienten durchaus für Unbehagen, weil er dann doch sehr lange warten muss. Aber unser Hauptaugenmerk liegt darauf, in einer umfassenden und ausführlichen sowie auch gründlichen Anamnese, Untersuchung und auch Therapieplanung, sodass wir diese, ich sag mal, Kritik der über die lange Wartezeit, die stellenweise auftritt, in Kauf nehmen. Als selbstständiger Arzt habe ich natürlich die Möglichkeit, selber zu entscheiden, wie viel mache ich, was mache ich und auch womit. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, wie ich finde. Mit welchen Materialien arbeite ich zum Beispiel? Mit welchen Geräten? Mit welchen Verbrauchsmaterialien? Das sind alles Dinge, die einem in der Klinik vorgegeben werden oder in einer Anstellung. Da wird irgendeiner entscheiden, das wird gekauft, das wird angeschafft. Oder wir bieten nur das und das Spektrum an. Und da muss man sich dem fügen. Als selbstständiger Arzt kann man das natürlich frei entscheiden. Im Rahmen der gesetzlichen Regelung natürlich. Aber ich kann selber entscheiden, ob ich hier umfangreiche kardiologische Diagnostik betreiben möchte mit Langzeit-EKG, Langzeit-Blutdruck, Belastungs-EKG etc. Oder auf alles, was unter der Haut ist, gerne mal einen Ultraschallkopf drauf halte, um einfach auch mal unter die Haut gucken zu können. Oder ob ich bei solchen Fragestellungen lieber direkt zum Facharzt überweise. Das kann man selber entscheiden. Und man muss sich da auch irgendwo in eine Richtung begeben, um eine Praxis dann auch entsprechend strukturieren zu können. Wenn ich weiß, ich bin von Haus aus sehr neugierig und möchte viel Vordiagnostik betreiben, bevor ich jemanden zu einem Facharzt schicke, damit ich auch sagen kann, was der Auftrag an den Facharzt ist, dann ist die Eigenständigkeit, die Selbstständigkeit der bessere Weg, als wenn mir von oben diktiert wird, wie viel ich machen darf und mit welchen Methoden und Materialien ich arbeiten muss. Und das kann man in einer eigenen Praxis natürlich selber gestalten und selber vorgeben. Ja, natürlich. Ich habe Familie. Mittlerweile bin ich getrennt, aber das liegt jetzt nicht an der Praxis. Also die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist natürlich im ambulanten Sektor auch anders möglich als in der Klinik. Im ambulanten Sektor kann man sich natürlich auch anstellen lassen. Und das macht es dann vielleicht für den einen oder anderen auch attraktiver, wenn er sagt, okay, ich habe meine feste Arbeitszeit und kann dann für meine Familie zum Beispiel da sein. Oder das große Stichwort Work-Life-Balance. Ich möchte so und so viel Freizeit auch haben. Dann kann man natürlich auch, und das wäre auch bei uns möglich, in eine Teilzeitanstellung gehen. Als Selbstständiger, heißt es ja nicht umsonst, selbst und ständig, ist man natürlich irgendwo in der Wochenarbeitszeit unbegrenzt. Aber auch das ist ja eine Frage der eigenen Planung. Und wenn man sich da einigermaßen gut organisieren kann und es auch bereit ist zu tun und sich nicht allzu sehr verzettelt bei vielen Dingen, kann man das gut miteinander vereinbaren. Es ist ja auch nicht unbedingt in puncto Familie nicht immer die Frage, wie viel Zeit, sondern wie gut ist die Zeit, die ich dann habe. Und wenn ich nach furchtbar langen Schichten in der Klinik oder Bereitschaftsdiensten in der Klinik nach Hause kommen, bin ich mit Sicherheit anders davor, als wenn ich nach einer langen Woche, die sicherlich viel Arbeitszeit beinhaltet hat, aus der Praxis komme, aber da viel entspannter bin als nach einem schweren Klinikdienst. Und irgendwer hat mir mal gesagt, oder irgendein Bekannter war es, bekannter Mensch, wenn man einen Beruf hat, der einem wirklich Freude macht, dann muss man niemals zur Arbeit gehen. Also wir sind natürlich auch daran interessiert, auch irgendwo Begeisterung für die Hausarztmedizin irgendwo zu fördern, weil es definitiv förderungswürdig ist. Ich bin selbst auch irgendwann bekehrt worden von einer eigentlich anderen Fachrichtung. Und wir haben auch schon mal eine Studentin hier haben dürfen zu Gast für mehrere Wochen, die auch ihr Bild von der Allgemeinmedizin nach dieser Formulatur auch
in eine ganz andere Richtung überdacht hat, nämlich von eher negativ eingestellt zu doch durchaus positiv. Und das Gleiche gilt natürlich auch zum Thema Weiterbildung. Sobald wir das auch dürfen ab dem nächsten Jahr, möchte ich hier auch gerne Assistenzärzte weiterbilden dürfen und können. Und vielleicht auch im Hinblick darauf, ob man dann auch vielleicht die langfristige ärztliche Unterstützung in dieser Form sichern kann. Und wie ich schon sagte, die Praxis ist räumlich von vornherein so angelegt, dass hier mehrere Ärzte tätig sein können. Und wir sind immer dankbar für Interessenten, die sich das Ganze hier mal anschauen möchten und die auch Lust haben, Landarztmedizin, Landarztromantik zu leben. Landarztromantik ist so eines meiner Lieblingsworte, die ich damit verbinde.